hat nicht ewig Zeit. Entschuldigung, Herr Minister. Ein Mann entschuldigt sich nicht. Du musst immer hier in der Lage sein. Kapitaler Bursche, hä? Der wollte den Sauber die Tour vermasseln. Da waren wir auf Gazellenjagd in Afrika. Ich auf dem Jeep, die Gazelle im Visier. Auf einmal greift uns der Kerl von der Seite an. Ich, geistesgegenwärtig, reiß das Gewehr rum. Mein schwarzer Fahrer, der scheißt sich in Hosen und schreit. Massa, look the line, springt vom Jeep, rennt davon. Ich ganz allein. Weißt, in solchen Augenblicken, da fühlst du dich noch als Mann diesen Urgewalten gegenüber. Der Löwe denkt, schwarzes Fleisch, weißes Fleisch entscheidet sich für mich. Da brüllen der Löwe. Da die Gazelle. Da die Gazelle, jetzt frage ich dich, was tut ein Heinrich Helfer in so einer Situation? Beide erschossen, Löwe und Gazelle. Stimmt. Sag mal, wie schaust du überhaupt aus? Wer bist denn du? Ja, das ist Rudi vom Bierbauernhof, ja, und er hat ein Problem. Probleme sind dazu da, gelöst zu werden, Rudi. Ist nämlich so, ihr habt da eine Gans, die ihr gerne wieder hätte. Unsere Weihnachtsgans? Na, also nur über meine Leiche. Papa! Ja, Helfer? Frau Bundeskanzlerin! Ui, das ist aber jetzt eine nette Überraschung. Ja, wo brennt's? Hoffentlich nicht bei uns in Bayern. Herr Dr. Helfer, Sie haben mir letztens über Ihre phänomenale Köchin erzählt. Ja, selbstverständlich, unsere Käthe. Also, ich nehme Ihre Einladung gerne an. Ich komme am Heiligen Abend. Also, wir würden uns ausnehmend freuen, Frau Bundeskanzlerin. Übrigens, es gibt Gans. Also, ja, ganz ökologisch. Deine Gans ist gestorben. Nicht zu fett. Mit echten Thüringer Klößen? Selbstverständlich, mit echten Thüringer Klößen. Da freue ich mich aber ganz dolle. Tschüss. Tschüss. Die Bundeskanzlerin kommt zu uns an Weihnachten. Käthe! Ja? Wir haben an Heiligabend noch einen Gast. Ja, kein Problem. Die Bundeskanzlerin. Die Angel.